Selbst wenn ich jetzt noch sündige, es ist vergeben. Es ist vergeben, selbst wenn ich jetzt wieder mal falle, meine Güte. Das ist Schlaraffenland. Die Gott ist Liebe. Die Gott ist Vergebung. Die Gott ist Barmherzigkeit. Die Gott ist Hoffnung. Die Gott gibt einen Sinn für dein Leben, wo das sonst nichts kann bieten. Bei Gott gibt es so eine Fülle, die dein Leben füllt, wo dir sonst nichts kann füllen. Ja? Bei Gott gibt es eine Bestimmung, wo du weißt, wow, jetzt lebe ich für das. Dort gehe ich jetzt hin. Und selbst wenn ich da sterbe, ist das nicht das Ende, sondern der fängt erst richtig an. Du weißt, du bist ein Kind von Gott und du weißt, dir ist vergeben. Du weißt, du kannst eine Beziehung haben mit Gott, mit dem, der all das gemacht hat. Ich meine, wie krass ist das? Und dann kannst du sogar übernatürliche Sachen erleben. Stell dir mal vor, wenn Gott zu dir redet, wie krass ist das? Vielleicht ist das ein bisschen normal geworden für uns. Aber wenn ihr in der Bibel lest und dann plötzlich spricht uns etwas an, so wow, oh my goodness, der lebendige Gott hat zu mir geredet. Oder mir erlebt, dass ein Gebet erhört wird. Hey, das ist nicht einfach normal. Ich finde gar kein Wort für das Schlaraffenland. Das ist wirklich lebensverändernd. Und für mich ist die Zeit mit ihm zu verbringen das Größte und das Beste. Und ich muss mir das immer wieder sagen, ja? Weil ich mache es viel zu wenig. Ja? Ich will auch noch viel mehr mit ihm zusammen sein. Manchmal gehe ich spazieren. Und dann stelle ich mir vor, dass Jesus sichtbar neben mir läuft. Hast du das auch schon mal gemacht? Weil du schon noch gefühlt, ja, stell dir vor, Jesus ist jetzt da. Aber stell dir mal vor, er wäre jetzt sichtbar. Was würdest du machen? Würden wir auf unsere Knie fallen? Oder würden wir tot umkehren? Oder ihn umarmen? Oder ich würde ihn heimnehmen zu mir und sagen, komm an, mein Haus ist dein Haus, mein Geld ist dein Geld. Kann ich dir irgendetwas zeigen von der Schweiz? Ich habe so viele Fragen und ich möchte dir so viel Danke sagen. Und ja, ich rede ganz anders mit ihm, wenn ich mir vorstelle, dass er sichtbar neben mir läuft. Und dann bin ich also eines Tages auf einem Feldweg laufen neben ihm. Ich dachte so, was würde ich jetzt sagen? Und dann fange ich ihm einfach an, Danke zu sagen für alles, was er gemacht hat und er für mich ist. Und sage, danke, so viel Mal kannst du so einen kleinen Männer wie mich lieben. Ich danke dir so viel Mal für die bedingungslose Liebe. Ich würde sie so gerne weitergeben, weiterfließen lassen. Nicht ein Stausee sein für dein Segen und deine Liebe, sondern ein Kanal, um das weiterfließen lassen. Hast du mal eine Idee? Und dann dachte ich, was kommt jetzt echt? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ha, am Nachmittag muss ich posten. Ich könnte ja dieser Person vor mir den Einkauf zahlen. Ich sage, Jesus, findest du das eine gute Idee? Ich sage, was sagt er echt jetzt? Und dann mache ich 2-3 Schritte weiter auf dem Feldweg. Und das ist mir vorher und nachher nie wieder passiert. Da finde ich einfach 20 Franken am Boden liegen. Dann danke Jesus, ich nehme das mal als deine Antwort, bin in Migros gegangen und habe dieser Person vor mir den Einkauf gezahlt. Und die hat die Welt überverstanden und gesagt, was? Nein, sie verarschen mich, oder? Nein, also, das ist mir jetzt auch noch nie passiert, wieso machen sie das? Und ich einfach sage, oh, Gott liebt mich, Gott liebt sie, einfach so, hey. Und es ist so cool, ihre Augen zu sehen und ich kann das nur weiterempfehlen, mach das auch mal. Ja, ich könnte auch einen Kiosk machen, das ist etwas günstiger, ja. Aber wirklich, das ist so gut. Die Liebe auch ganz tatkräftig weitergeben, ja. Das Schlaraffenland zu teilen mit möglichst vielen Menschen, ja. Und weil ich glaube, das Schlaraffenland ist so wie die 4 Jungs, die gesagt haben, hey, Mensch, gut, haben wir uns jetzt selber mal vollgefressen, oder? Unbedingt, also wenn ihr noch nie in dem Schlaraffenland gewesen seid, geht, ja. Fresset euch voll, he? Aber dann irgendwann sagt er, hey, aber klar, das ist nicht recht, oder? Wenn wir jetzt das einfach für uns behalten, oder? Ist ja jetzt nicht nur für uns. Und so ist das auch gewesen, wo der Hudson Taylor, so ein alter Missionar, einmal auf China gegangen ist. Er war einer der ersten, der auf China gegangen ist und hat den Chinesen das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft vom Schlaraffenland gebracht. Und dann haben sie das aufgenommen und haben gesagt, wow, das ist ja unglaublich, das ist ja lebensverändernd. Und dann sehen wir auf dem Screen, ist er auf China gegangen und dort hat ihn der eine, der dann wirklich die Botschaft angenommen hat, gesagt, hey, aber wie lange kennt ihr das schon? Und der Hudson Taylor sagt, ja, die Botschaft ist schon mehr als 100 Jahre alt, also schon 2000 zum genau sein. Und dann sagt er, nein.
Und ihr kommt erst jetzt und sagt es uns. Crazy, oder? Und ihr kommt erst jetzt. Und ich glaube wirklich, dass wenn die Menschen das begreifen, um was es geht, dann sagen sie, wie der Patrick letzte, den ich getroffen habe. Und ich ihn frage, hey, möchtest du jetzt so eine Beziehung mit dem Jesus anfangen? Sagt er, ja, also logisch gibt es irgendjemanden, der das nicht möchte. Ich denke, wie cool, wir treffen, ja, ja, ist so. Mega, mega stark, oder? Wenn jemand begreift, um was es wirklich geht, dann glaube ich, dann ist sowas von lebensverändernd und sowas von klar, dass man das will und nichts anderes. Ja? Ich, zum Beispiel, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gesagt, Jesus, du kannst mich für alles brauchen. Auf der ganzen Welt kannst du mich auf Afrika schicken, go Brünen graben oder whatever. Aber von Menschen reden, nein. Einfach nicht von Menschen reden. Weil ich so ein Erlebnis hatte, als ich ein älterer Teenager war. Da bin ich von meiner Gemeinde, etwa 100 Leute, die mich alle kannten, aufgerufen worden, um den Bibeltext zu vorlesen. Vorne auf dem Känzeli. Und ich war dann früher völlig nervös gewesen, habe den Bibeltext angefangen zu lesen. Und ich bin so aufgeregt worden, dass das Herz immer mehr geschlagen hat und die Stimme immer mehr weggegangen ist. Und ich irgendwann musste anfangen zu brüllen und aufhören zu lesen und runtergehen, ohne fertig gelesen zu haben. Jemand anders hat mir fertig gelesen. Ich dachte, nie wieder werde ich vor Leuten reden. Ja. Und dann bin ich in meiner Firma gewesen, am Arbeiten als Elektroniker. Ja, und ich habe immer noch gewusst, ich will nicht vor Menschen reden. Aber Gott kann aus jedem Loser, aus jedem, der schwach ist, kann er eben stark sein. Und darum bin ich das beste Beispiel, dass Gott jeden Menschen kann brauchen. Ja. Und dort habe ich gemerkt, ich verbringe zu wenig Zeit mit dem Gott. Ich will eigentlich viel mehr Zeit mit dem Gott verbringen und habe mir für ein Wochenende eine Alphütte gemietet. Ja, so ersteigert auf Ricardo für ein Wochenende. Kein Wasser, kein Strom, einfach nur ich und Gott. Und dort habe ich so eine gute Zeit mit ihm verbracht und habe gesagt, Gott, ich möchte eigentlich wieder mehr so ein Licht sein für dich, auch im Alltag, auch an meiner Arbeitsstelle. Ich möchte scheinen. Bitte brauch mich, wenn du kannst. Zwei Tage später bin ich wieder am Arbeiten, in dieser Firma mit 1000 Mitarbeitern, und ich habe nicht einen Christ gekannt. Und dann kommt mein Chef zu mir, tippt mir so auf die Schulter, ich war am PC gewesen, und sagt er, Manuel. Und er ist etwa der grösste Absturz gewesen. Ja, jedes Wochenende ist er unter dem Tisch gelegen, weil er so viel getrunken hat, weil er eine andere Frau hatte. Und dann sagt er zu mir, Manuel, das Jahr feiern wir in unserer Firma eine Weihnachtsfeier. Ja? Und ich will, dass wir das Jahr eine Weihnachtspredigt haben. Und ich will, dass du sie haltest. Ja? Ich weiss, wir haben viele Moslems da, aber wir müssen einfach hören, was du glaubst. Ja? Und nimm kein Blatt vom Mund, sondern einfach gerade raus, ja, bring it. Ja? Und ich dachte, what the heck, ist das gerade ein Traum, oder? Ja, ich habe gemerkt, er meint es ernst. Und bin heimgegangen und dachte, okay, ich muss die Chance packen, das kommt nicht gerade wieder. Und habe mich so gut vorbereitet wie noch selten. Und ich war so nervös gewesen, weil ich wusste, dass das wird. Also, wenn ich die Predigt so halte, dann werden sie mich hören. Dann werden sie mich rauskicken und Tomaten schmeißen. Ich will wirklich klar sein, aber in Liebe. Ja. Und dann ist der Tag gekommen, alle versammelt. Ich mit Abstand der Jüngste. Ja, in der vordersten Reihe meine Schiffe. Und dann habe ich gesagt: Hey, an Weihnachten, ja, da ist Jesus als Baby auf die Welt gekommen. Aber Freunde, ich sage euch, der Jesus, der wird wiederkommen. Nicht mehr als Baby, sondern als König wird er kommen auf einem Ross und er wird regieren und herrschen und richten. Und jedes Knie wird sich beugen vor dem Jesus und ihn anbeten. Und Freunde, wir machen es gescheiter schon jetzt, als wenn es dann spät ist. Und wir denken, okay, jetzt kommen die Tomaten. Aber etwas ganz anderes ist passiert. Alle sind aufgestanden, haben applaudiert und mein Chef ist vorgekommen, hat mich umarmt und hat gesagt, Manuel, du bist wie ein Bruder für mich. Hey, bitte bet für mich, dein Gott soll mein Gott werden. Okay, das ist definitiv nicht auf meinem Mistbach. Das bin definitiv nicht ein bisschen, bin ich das gewesen. Ja? Das ist, wenn wir sagen, Gott,
Ich kann nichts, ich bin jemand. Aber wenn du mich kannst brauchen, dann brauch mich. Und das möchte ich euch heute Abend weitergeben und euch challengen. Ein so ein gefährliches Gebet zu beten. Und ich möchte euch einladen, in das Schlaraffenland zu kommen und selber zu entdecken, was es alles zu bieten hat. Euch voll zu fressen und so begeistert von dem werden, dass ihr nicht mehr schweigen könnt von dem, was ihr gesehen und gehört habt. Dass es gar kein Druck ist, dass es von innen raus übersprudelt. Dass man so richtig von Jesus anfangen zu schwärmen, wie wenn man verliebt sein will. Ja? Dass es die ganze Welt muss wissen. Weil, Freunde, wenn ich jetzt da einen Koffer hätte und euch würde sagen, ich habe den grössten Euro Millions Gewinn ever gemacht und ich will es nicht für mich behalten, ich teile das Geld mit euch. Ich gebe jedem am Ausgang 86.400 Franken, so Köfferli, pro Tag. Ja. Ihr müsst einfach jeden Tag den Nutzen brauchen und am Ende vom Tag meinen Koffer wieder zurückgeben und am nächsten wieder neu über. Und ich würde euch jetzt eine halbe Stunde probieren zu erklären, wieso dass ihr das machen solltet und wieso das eine gute Sache ist und wieso dass ihr das Geschenk unbedingt annehmen solltet. Und wirklich. Also das müsste ich nicht machen, oder? Ich müsste euch nicht eine halbe Stunde probieren, euch zu überzeugen von dem, oder? Also wahrscheinlich wäre die Halle leer, bevor ich dort draußen im Foyer wäre, oder? Ich meine, wer würde das nicht nehmen, oder? Aber das Krasse ist, wir kommen noch viel besser in Köpfe rüber. Jeder von uns hat pro Tag 86.400 Sekunden Zeit, um Zeit mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu verbringen, in seinem Schlaraffenland zu sein und sich fühlen zu lassen und auf seine Stimme zu hören, was er uns sagt und genau das zu tun, was er uns aufträgt. Freunde, das ist noch viel besser als 86.000 Stutz pro Tag. Das ist der Real Deal. Und ich möchte euch wirklich challengen. Hey, verbringt so viel Zeit, wie ihr immer könnt, mit dem Gott, weil er ist der Beste, der Größte und er hat euch so viel gern und will nur das Beste für euch. Und vielleicht kommen jetzt mega viel so Einwände oder Ausreden. Und mit dem möchte ich schließen. Ben, kannst du mal raufkommen? Wenn euch das ähnlich geht wie mir, ja, dann kommen immer so Ausreden, wieso dass Gott jetzt mich nicht brauchen kann. Oder wieso dass ich jetzt nicht will sagen, Gott braucht mich, egal was es ist. Egal wie hoch der Preis ist. Ja? Ich meine, das ist schon noch riskant, oder? Aber wenn wir Gott vertrauen, dass er es ausschließlich nur gut mit uns meint, dann ist es eben das Beste, was uns passieren kann. Aber ich habe jetzt gleich ein paar so Ausreden habe ich aufgeschrieben, die mir in den Sinn kommen. Und vielleicht ist die eine oder andere auch schon in eurem Kopf herumgeschwirrt. Und ich möchte sie ersetzen durch Wahrheiten.